Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Claymore-Tutorial. Ja, das gab's früher schon mal und ich habe mich entschieden, ein Remake zu machen. Deswegen fangen wir einfach so an, wie wir es beim letzten Mal auch getan haben. Wir schnappen uns eine Claymore-Klasse, die wir natürlich hier erstmal jetzt richtig schön ändern, und setzen eine Claymore. Tja, die sitzt jetzt nun mitten im Weg. Dass da jemand reinläuft, ist ziemlich unwahrscheinlich. Darum, ja, suchen wir uns doch mal ein gescheites Opfer, an dem wir es demonstrieren können. Ey, Opfer, komm doch mal schnell hierher! Das ist Travis. Er fungiert heute als unser Dummy. Dummy, erledige deine Arbeit. Ab in die Claymore. Dass das nur einem von 10 Idioten passiert, ist natürlich klar. Denn so eine Claymore ist ziemlich offensichtlich. Und im Normalfall würde jeder normale, ja, Spieler etwas anderes mit dieser Claymore machen. Darf ich bitten, was jeder vernünftige Spieler macht mit so einer Claymore? Travis, dein Einsatz. Was macht jeder normale Spieler damit? Ja, das genau. Nochmal reinlaufen. Oh Mann. Ja, es scheitert an der Intelligenz des Dummies, meine sehr verehrten Damen und Herren. Naja. Nein, eigentlich nicht. Genau! Er schießt voll frontal rein und lässt sich dabei auch noch anhitten. Nein, aber im Normalfall schießt halt jeder normale Spieler seine Claymore weg. Darum besprechen wir jetzt mal einige Sachen, um eine Claymore besser zu tarnen. Dann gehen wir zum nächsten Schauplatz. Der einfachste Weg, eine Claymore zu tarnen, ist, einen guten Unterboden zu wählen. Die Claymore ist ein helles Beige-Farben, würde ich das nennen, und fällt auf einem dunklen bzw. braunen Unterboden eher selten auf. Zumal wir hier einen Eingang haben, in den viele einfach mal ungestüm um die Ecke rennen. Zwei Faktoren, die uns nur von Vorteil sein können. Bäm. Warten wir, was passiert. Der erste Weg zum Erfolg: nutzt Eingänge und Umgebung zu eurem Vorteil. Denn das kann eine Claymore sehr, sehr stark machen und ja, so ist es ganz einfach. Dies ist unser nächster Schauplatz. Hier werde ich jetzt einmal schnell demonstrieren, wie man eine Claymore am besten benutzt, um einen Raum zu sichern. Denn man kann sie nicht nur offen irgendwo hinlegen, nein, man kann damit sich auch mal den Rücken decken. Und zwar so, dass man nicht gesehen wird. Man könnte jetzt eine Claymore hier in diese Ecke legen, aber nee, das wäre nicht so ideal. Deswegen benutzen wir die Claymore hier in diese Ecke. Denn wir wollen, dass die Gegner hier aus ihrem Spawn hier durchrennen, die Claymore nicht sehen. Deswegen legen wir erst einmal an und jetzt statt die Claymore einfach gerade zu legen, winkeln wir leicht an, so dass man im Raum sein muss, damit sie aktiviert wird. Denn die Lichter, wie ihr seht, haben einen 45-Grad-Winkel. Wenn ich sie parallel zum Eingang lege, so wie hier, merkt man die Claymore erst, wenn man mitten im Raum ist und kriegt dann den Schaden bzw. den Kill. Das schauen wir uns am besten jetzt einfach mal in der Vorführung an. Es reicht nicht unbedingt immer zum Killen, je nachdem wie weit man sie in den Eingang setzt. Wenn ich sie jetzt das gleiche noch einmal mache und sie weiter in den Eingang setze, haben wir zwar den Nachteil, dass der rote Streifen bemerkt werden kann, uns aber die Claymore wahrscheinlicherweise eher den Kill beschert. Deswegen machen wir das Ganze jetzt noch einmal weiter dahin. Und gucken noch einmal, was nochmal passiert. Wenn unser Dummy denn da jetzt von der anderen Seite durchläuft. Ihr seht, es kann auch einen zweiten Erfolg geben, je nachdem wie man die Claymore legt. Es ist einem selbst überlassen, wie man das macht an dieser Stelle, aber ich empfehle die erste Variante, einfach nur einen Hitmarker weist ja schon auf einen Gegner hin. Das sollte eigentlich reichen, um den Kill zu bekommen. Da man aber nicht überall Wände und so etwas zur Verfügung hat, können auch andere Gegenstände als Tarnung dienen. Zum Beispiel ein einfacher Pappkarton kann gerne mal als Tarnung fungieren, sofern denn dieser Pappkarton an derselben Stelle beim Gegner liegt. Grundsätzlich liegen alle Objekte gleich beim Gegner und bei dir rum, aber durch verschiedene Manipulationen und falsche Berechnungen fliegen Objekte gerne mal quer durch den Gegend. Travis zum Beispiel, siehst du diese Claymore hier rumliegen und ist die jetzt mitten in einem Pappkarton? Yep. Ja. Dies könnten wir jetzt leicht verändern. Zum Beispiel, wenn ich meine Physikdetails ausgestellt hätte oder niedriger, hätte habe ich weniger Objekte als er. Dadurch werden einige Objekte ausgeblendet. Pappkartons sind davon am schlechtesten betroffen. Diese kleinen Kästen hier sind dagegen gerne mal betroffen oder die Milchtüten. Darum ist sowas hier nicht geeignet. Demonstriere einfach meine Effekte und tu so, als hättest du sie nicht gesehen. Es ist überhaupt nicht auffällig. Aber es ist einfach kackendreist. Außerdem wollen wir dich nochmal in die Luft fliegen sehen. Genau. So. Aber wichtig auch bei der Claymore zu beachten ist immer wieder der Schadensradius. Die Claymore hat wie erwähnt einen 45-Grad-Winkel. Den seht ihr hier. Der Schaden ist frontal am größten. Es geht zwar auch nach links und nach rechts, aber der Schaden ist wesentlich kleiner. Steht man also links oder rechts daneben, außerhalb der Lichter, ist es wahrscheinlich, dass man nur einen Hitmarker kriegt. Darauf müsst ihr achten. Genauso wichtig ist, dass eine Claymore nach hinten null Schaden macht. Travis steht jetzt direkt hinter mir und ich jage jetzt die Claymore in die Luft. Im Prinzip müsst ihr beide Schaden kriegen.
Allerdings überleben wir beide dieses einfache Manöver ohne weitere nennenswerte Beeinträchtigung. Claymores haben eine weitere lustige Eigenschaft. Claymores lassen sich fallen und gehen dabei nicht in die Luft. Das bewirkt, dass wir Claymore einfach von hohen Absätzen einfach mal runterwerfen können, um Gegner, die zum Beispiel hier gerade die B-Flagge einnehmen wollen, zu ärgern. Ich demonstriere. Und Travis, schön die Claymore, dann beweg dich mal. Schau mich nicht so blöd. Bumm! Ja, da war der letzte mitleidige Blick. Muss ich wirklich? Und ja, er musste. Okay, dann kommen wir noch zu einem letzten Thema, und zwar dem Glasbug. Wir befinden uns jetzt hier innerhalb des Hauses und ihr seht, hier ist Glas. Man könnte jetzt diese Ecke hier schön ausnutzen, um hier eine Claymore zu platzieren und sich zu sagen, tja, wenn da jetzt jemand durchläuft, der ist tot. Und er sieht natürlich die Claymore nicht. Das demonstrieren wir doch gleich einmal. Travis, gib uns die Ehre. Erstens, er muss mal einen Schritt näher ran und es passiert im Normalfall nichts. Das ist der Glasbug, meine sehr verehrten Damen und Herren, der im letzten Claymore-Datei ein bisschen daneben war. Des Weiteren jage ich die Claymore jetzt mal in die Luft manuell und ihr seht, was passieren wird. Nämlich gar nichts. Travis wird nicht mal einen roten Bildschirm haben, denn das Glas fängt den Schaden voll ab und ihr seht, es ist noch ganz. Jetzt habe ich es mal ein wenig angeschossen, jetzt wiederholen wir den Versuch nochmal. Denn angeschossenes Glas hat sowohl den Bug, erstens durch eine Rauchgranate zu gucken, als vielleicht auch noch einen zweiten. Schaut es euch an. Jetzt hören die Lichter sofort da vorne auf. Und es passiert immer noch nichts. Aber jetzt kommt's. Was meint ihr? 50-50 Chance? Bam, es passiert wieder nichts. Genau. Statt dass die Striche also einfach komplett weg sind, geht der Schaden immer noch nicht durch die Claymore. Das ist der Glasbug, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und daher empfiehlt es sich, wenn ihr durch Glas schießen wollt, macht es A vorher weg. Und zwar ins Licht einfach kleine Claymore dahinter. Das ist einfach so schon, ja, das Ganze, was man zum Glasbug sagen kann. Denn wenn jetzt Travis da lang rennt, wir wollen ihn einfach sterben sehen, dann passiert das hier. Okay, kommen wir zu einem allerletzten abschließenden Thema. Wir sehen uns gleich wieder draußen. So Leute, willkommen zum Abschlussthema, und zwar Claymores für Runaways, Claymores für Fortgeschrittene. Wir werden jetzt eine Claymore so platzieren, dass sie eine Kettenreaktion auslöst und dass selbst wenn jemand versucht wegzukommen, er es nicht schaffen wird. Wir haben hier den Treppenaufgang, wir haben hier Fässer. Wenn wir es jetzt schaffen, die Claymore so zu legen, dass jemand, der hier hochkommt, beides auslöst, könnte das uns einen Kill bringen, wenn er zumindest versucht, hier vorne lang zu rennen. Darum lege ich jetzt einfach meine Claymore so, dass sie beides im Prinzip auslösen müsste. Ich habe euch ja erzählt, die Claymore macht auch Schaden nach links und rechts abseits der Felder. Deswegen legen wir die Claymore jetzt hier so hin. Und Travis wird uns jetzt die Ehre geben und versuchen, hier oben auf die Plattform zu rennen. Richtung Heli natürlich. Er setzt sich in Bewegung und ich gehe mal einen Schritt hier nach hinten, damit ich mich abkriege. Und bumm, die Fässer gehen in die Luft. Sinn der Sache ist ganz einfach eine massive Kettenexplosion. Das können wir natürlich auch mit größeren Objekten machen, zum Beispiel mit diesem Container hier. Viele Leute verstecken sich gerne hier auf diesem kleinen Dach und legen sich hier hin zum Beispiel, um dann von hier so oder so wegzuzielen. Das kann man auch ganz einfach gegenwirken, indem man ganz kackend dreist, einfach mal eine kleine Claymore platziert, die im Eifer des Gefechts natürlich erstmal nicht großartig auffällt, besonders wenn man jetzt hier aus diesem Winkel sieht. Man sieht nur mal Schild hier und Travis hier wird uns jetzt demonstrieren, was passiert, wenn er versucht, da drauf zu springen. Oh, ja, da läuft er schon. Ich habe ihn gesucht. Aber ihr seht, er läuft hoch. Und wenn ich die Claymore ein bisschen weiter da lege, wird das Ding auch noch in die Luft gehen. Und ihr könnt euch sicher ausrechnen, was dann passiert. Besonders wenn es schon so zischelt. Nämlich das. Und dann macht es ganz doll böse Aua. So wie bei mir jetzt. Okay. Das war alles, was ich euch zum Thema Claymores sagen kann. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und ja, bei mir ist mein Claymore legen. Denkt dran, ich weiß, wie man sie legt. Und ich hoffe, ihr wisst es auch. Bis denn und einen herzlichen Dank an Travis, der sich hier bereitwillig als Opfer bereitgestellt hat. Sagt adieu, Travis. Ja, kein Problem. Tschö.